Dance, schau mal genauer hin. Soll so viel. Was? Wie sind Sie so weit gekommen? Schlagt sie nieder, Männer! Bitte, großer Großschwert! Wir müssen dieses Tor niederbrennen oder wir sind erledigt. Wir wechseln uns ab. Ich halte sie zurück, während du das Tor angreifst. Und dann tauschen wir. Ach komm, lass uns die doch gleich mal eben. Platt machen. Alter. Ich hab gelacht hier, wenn wir das nicht hinkriegen. So, geht doch. Da haben wir dem erstmal die Beine aus dem weggezogen. Sehr schön. Weil ich glaube mal nicht, dass die hier immer wieder kommen. Ja, also somit machen wir die einfach einmal fertig. Das reicht doch auch. Dann können wir uns da alle Zeit der Welt lassen. Erst recht, weil ich ja wirklich alles mir angucken wollen würde. Nicht, dass ich hier dann wieder irgendwas außer Acht lasse und dann mich dann wieder ärgere. Das war, was wir übersehen hatten. Sehr schön. Dance, Angriff! Ich glaube, der Move in den Unterleib hätte schon voll und ganz gereicht, aber gut, dass er es dann nochmal komplett richtig gemacht hat. Ne? Okay. Zwei Seelen haben wir schon mal. Sehr gut. Auto-Target. Auf dem Hocker. Sehr schön. Auto-Target. Hallo? Findest du hier schon was? Nope. Okay. Also haben wir bloß dann noch das... Oh, die Truhe und... Oder das Fass und hier dieses Tor. Warum fügst du dich nicht freiwillig deinem Schicksal und feierst ein Wiedersehen mit deiner Mutter in der Hölle? Du bist nicht nur ein ignoranter Lakaisensenmann. Du hast auch keine Ahnung. Die Seele meiner Mutter ruht friedlich im Himmel. Ich glaube, du solltest dich nicht mit dem Tod anlegen, werter Herr dabei. Perfekt. Ihr habt ganz schön lange gebraucht. Nächstes Mal schicke ich jemanden mit Talent. Eine Balliste? Warum wurden wir dann überhaupt geschickt? Nachdem wir dachten, dass ihr gescheitert seid, waren Belagerungswaffen der nächste Schritt. Ist sie nicht prachtvoll? Der Maul, Junge. Oh, uns geht es gut. Danke der Nachfrage. Wenn ihr fertig mit Faulenzen seid, kümmert euch um euren nächsten Auftrag. Alter, der Typ geht mir so auf den Sack. Eskortiert die Balliste über die Hauptstraße bis zur Halbinsel. Und wenn sie auch nur einen Kratzer abkriegt, dann seid ihr besser desertiert, bevor ich bei euch bin. Alter, wie den Typ mir am liebsten aus dem Maul holen würde. Desertiere? Großartige Idee. Da muss einer drauf kommen. Ihr anderen kommt mit mir. Wir müssen den Weg für die Balliste freimachen. Ausrücken! Sehr schön, okay. Geht's euch gut? Nicht zu schwer? Ihr beschützt uns besser! Oder ihr seid da mit Schieben! Er ist ein echter Stratege! So. Ich glaube, die gehen dann drauf und wir müssen wieder anschieben. Mit unserem werten Freund Esteban. Oh, nee. Alter, verpiss dich, Junge. So. Und so eine Mission hasse ich immer so sehr. Also, ich stelle mir das dann schon wieder vor, dass wir dann mit dieser Balliste dann irgendwo vorbei... dass die Balliste irgendwo vorbeigeschoben wird und wir hier ein, zwei Sachen übersehen. Das ist dann natürlich dann ärgerlich, aber gehört dazu.
So. Okay, hätten wir. Das sieht doch hier wieder verdammt danach aus, dass man hier hinten irgendwo was findet. Nee, hier ist nichts. Nichts zu finden. Hier auch nicht. Da ist bloß ein Turm mit Feuer. Oh, hier. Da ist erstens eine Truhe und da unten ist eine Seele, die nach Verbannung schreit. Läuter sie! Läuter sie! So, da haben wir sie. Eindringlinge! Scheiße. Oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Meine Waffe ist gerade in ihre Einzelteile zerfallen. Beide? Okay. Dann mal das Großschwert. Kein Problem. Okay, und bam, 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 bam. So. Feind im Anmarsch. Auch sehr schön. Wehrt sie ab. Die Balliste muss passieren. Beschützt die Balliste um jeden Preis. Wir haben einen Soldaten verloren. Esteban, nimmst du seinen Platz ein? Ach, das war scheiße. Das war richtig Murks von mir gerade. So, dass der eine Soldat tot ist, das ist natürlich echt scheiße, aber in anderer Weise kann ich sagen, ich hatte recht, dass es wirklich so gewesen ist, wie ich es mir eigentlich schon erahnt habe, wie ich es wirklich schon gedacht hatte, wenn jemand stirbt, dass man halt dann den Platz selber einnehmen muss. War ja sehr naheliegend, ja, muss man echt so sagen. So, Esteban muss den Platz einnehmen. Und wir gucken mal hier weiter. Tötet sie! So, super, okay, komm, greif mich an. Alter! Der kann kein Piano mehr spielen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ich gehe mal felsenfest davon aus, dass wir hier nichts haben. Doch, da. Das ist was. Okay. Ich finde diesen Modus halt ein bisschen unübersichtlich. Das muss ich echt so sagen, weil durch diese Flammenwelt ist man halt nicht gewohnt. Kann man echt so sagen. Und weil man es echt nicht gewohnt ist, ist es halt ein bisschen nervend. Okay, gut. Oh, hier haben wir noch einen Gladius. Nehmen wir uns sicherheitshalber nochmal mit, weil wir ja unsere anderen Waffen schon kaputt gemacht haben. So. Komm. Sie haben es geschlossen. Eine Sackgasse. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Erzählst du es mir? Sonst bekommt man immer gleich Hinweise und so. Meine Waffe ist gerade in ihre Einzelteile zerfallen. Bloß weil ich eine Kiste mit dem Schwertkolben zerbrochen habe, ja? Oh Mann, ey. Okay, haben wir vielleicht hier noch irgendjemanden, der mir ein Großschwert borgen kann, das ich aus seinen kalten, toten Händen nehmen kann? Oh, hier.
Gut, langer Gladius hätten wir auch noch zur Verfügung. Okay, also müssen wir jetzt hier lang. Esteban, ich brauche deine legendäre Kraft. Ich bin sofort bei dir. Seine legendäre Kraft, ey. Da muss ich immer leicht schmunzeln, wenn er das mal so sagt. Weil das ist reiner Sarkasmus. Okay. Also hier hinten haben wir auf alle Fälle nichts. Wirklich gar nichts. Oh. Das Meer wird sich rot färben mit eurem Blut. Wieso das Meer überhaupt? Wir sind hier jetzt noch nicht mal mehr in der Nähe des Wassers, ja? Diese Waffe kennt den Geschmack von Blut. Okay, gut. So, da hinten geht's weiter. Auch mal. Oh, hier, läutert ihn. Also die 15 haben wir geläutert. Oh, hier haben wir noch eine Truhe. Sehr nice. Hier haben wir auch noch eine Seele. Oh, ey, ich wäre fast wieder drauf gegangen. Sehr krass. So, okay. Also, boah, ja. Das mit auf das Kreuz achten, das finde ich echt schon ein bisschen sehr tricky. Sie haben eine Balliste! Verbarrikadiert die Tore! Alter, was ist denn hier los? Ihr wollt mich doch jetzt rollen, oder? Jerusalem niemals sehen, Dance dabei. Abscheuliche Kreatur. Boah, ey. Krankheit wird nur noch von deiner Schwäche übertroffen. Okay, komm. Ja, Baby. So. Wir wollen uns jedenfalls den Rücken freikämpfen. Das ist doch mal eine schöne angenehme Position, wenn man halt weiß, dass man in den Rücken nicht mehr geschlagen wird. So wie es bei diesem komischen Speerkämpfer war. Der hat uns den Rücken geschlagen und der andere, der hat uns ständig das Schwert runter... Dings. Alter, nein! Komm. Hilfe! Oh, das war knapp. Das war eine knappe Kiste. So, jetzt aber hier. Den Typen Gnadenschlag. So, wieder in die Eier getreten und... Verdammt, meine Waffe ist kaputt. Schon wieder. Alter, was? Sind denn beide Waffen im Arsch? Genau. Alter, das war doch hier. Endlich, muss ich so sagen. Endlich. Okay. Breitschwert, kurzer Gladius. Haben wir hier irgendwo den Speer? Oh ja, den habe ich ja schon auf dem Rücken. Gut. Gut. Weitermachen. Okay. Gucken wir mal weiter. Da hinten ist das Tor. Da ist auch der Zug, der Aufzug, damit wir das da hochkriegen. Ich gehe mal kurz auf Dingsbums. Und auch auf Auto Shot. Auto Target. Ich hoffe darauf, dass hier uns das Auto Target so ein, zwei Sachen zeigt, die wir noch kaputt machen können. Außer nur hier irgendwelche Scheißfässer.